Kannst du da? Jawohl. Marc sagte gerade, kam jetzt, ich weiß nicht, ob durch das Lied inspiriert noch was, er wollte gerne noch was sagen. Ja, es kam mir gerade hoch. Wieder. Nein, folgendes. Ich habe aus dem Donbass ein paar Fähnchen mitgebracht. Wer sich gerne verewigen möchte, der kann das ja gerne auf diesen Fahnen tun. Das ist das eine. Das andere. Ich wurde gerade eben angesprochen, und zwar von Ihnen, zu einem Thema, das ich nicht erwähnt habe, was aber, denke ich mal, durchaus noch wichtig ist. Sprich, ich habe vor einigen Wochen einen kurzen Artikel veröffentlicht, der sich mit den Morden an den Oppositionspolitikern und den Journalisten beschäftigt hat in der Ukraine und unter anderem auch mit dem Mord an Nemtsov. Und das ist also für alle, die das auch immer noch nicht verstanden haben. Nemtsov ist erschossen worden mit 4 Schüssen in den Rücken. Was mich schon stutzig gemacht hat, ist, wenn man die Fotos sieht vom Tatort, normalerweise hinterlassen, und ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß nicht, wie viele 100 Tote ich gesehen habe, da drüben dann was. Einschüsse hinterlassen immer Löcher, immer. Das war bei Nemtsov nicht so. Das heißt, Nemtsov ist nicht an diesem Ort, schon gar nicht an der Kremlmauer irgendwo erschossen worden, sondern weiß ja gar nicht noch wo, und wurde dort abgeladen. Was mich viel mehr krank gemacht hat, war dieser Aufschrei in den Medien, ja, dass ein so wichtiger Oppositionspolitiker wie Nemtsov, in Anführungszeichen, der eigentlich überhaupt nichts zu melden hatte mehr da drüben, dass der also von Putin persönlich an der Kremlmauer irgendwie erschossen wurde. Und es war diesen Medien hier nicht einen Satz wert, dass Oppositionspolitiker und Journalisten, die sehr wohl ein Gewicht haben in der Ukraine, entsprechend erschossen werden, ermordet werden in der Ukraine, und keine Sau im Westen interessiert das. Und die Frage ist, wie viel Pressefreiheit haben wir? Und ich habe etwas erlebt in Moskau. Ich war beim Ersten Kanal in 2 Talkshows eingeladen. Und ich habe gedacht, oha, jetzt so in diesem Russland, in dem, sag ich mal, die freie Meinungsäußerung unterdrückt wird und Pressefreiheit nicht existiert und nur mit Repressalien reagiert wird, da bist du ja mal gespannt, wenn es um das Thema Ukraine geht. Komischerweise werden in diesen Talkshows Leute zugelassen, die also auch aus der Ukraine einreisen, die dort offen ihre Meinung sagen können, und zwar sowas von offen, ja, ohne dass sich da auch nur irgendeiner in dem Sender dran stört. Das heißt also, wenn irgendjemand mir nochmal erzählt, in Russland würde es, oh, sie spielen unser Lied. In Russland würde es, hier sind wir, hallo, erst wenn die Armee kommt, haben wir es geschafft. In Russland würde es keine Pressefreiheit geben. Also ich weiß, der war noch nie da. Ja? Der war noch nie da. Und es ist einfach ganz wichtig zu wissen, dass das, was die Leute hier erzählen über Russland, ja, zum großen Teil einfach wirklich erstunken und erlogen ist. Und ich habe dort drüben eine Erfahrung gemacht, die mich sehr geprägt hat. Egal, was wir Deutsche in Russland veranstaltet haben im Zweiten Weltkrieg, sie sind Lichtjahre davon entfernt, uns dafür in irgendeiner Form zu hassen. Es gibt 2 Völker auf diesem Planeten, die Russen über alles mögen. Das eine sind die Serben und das andere sind wir Deutsche. Und Fakt ist, wenn wir hier in Deutschland nicht signalisieren, dass wir willens sind, uns, sage ich mal, mit dem System mindestens kritisch auseinanderzusetzen und dagegen zu opponieren, werden wir keine Unterstützung aus Russland kriegen. Weil, was wollen die mit einem schwachen deutschen Volk? Die brauchen keinen zweiten Donbass, den sie durchfüttern müssen. Sie werden uns hängen lassen, wenn wir hier nicht irgendwas machen. Es kommt keiner. Der Typ, der das Wasser trägt, ist vor 2000 Jahren ans Kreuz genagelt worden. Den gibt es hier nicht mehr. Also muss man hier alleine irgendwie was auf die Reihe kriegen. Und das ist das, was ich euch immer wieder nur mitgeben muss. Erst wenn die Armee kommt, habt ihr es geschafft. Okay, danke.